US-Präsident Barack Obama hat bestätigt, dass Botschafter Chris Stevens zu den 4 Menschen gehört, die beim Angriff auf das amerikanische Konsulat in der libyschen Stadt Benghazi getötet wurden. In der Nacht zum Mittwoch hatten militante Islamisten US-Vertretungen in Ägypten und Libyen gestürmt, aus Protest gegen einen angeblich islamfeindlichen Film. Nach Medienberichten war der Botschafter im Rauch erstickt. Zuvor hatte der Mob das Botschaftsgelände gestürmt, das Haus mit Panzerfäusten attackiert und in Brand gesteckt. Die einheimischen Wachleute seien geflohen. Ich bin fast sicher, dass dieser Angriff auf das Konto von Gaddafi-Anhängern geht, sagt der stellvertretende Innenminister Libyens. Sie hätten die Proteste ausgenutzt. Womöglich sei das eine Reaktion auf die Auslieferung al-Sanussis gewesen. Abdullah al-Sanussi war 30 Jahre lang Gaddafis Geheimdienstchef. Mauretanien hatte ihn an Libyen ausgeliefert. Ihm werden tausende Hinrichtungen zur Last gelegt. Das US-Verteidigungsministerium hat Marineinfanteristen nach Benghazi auf den Weg gebracht.